Jonas, ich bin dir sehr dankbar, dass du mir manchmal Material für zukünftige Reviews schickst. Doch was zur Hölle ist das bitte? Dieses Spiel, was ich heute vorstelle, nennt sich The Juicer. Ich schätze mal, sie haben keinen besseren zweideutigen Titel gefunden, der zu Obst und Gemüse passt. Nun, hier ist die Story. Ein Bauer hat Chemikalien in seiner Plantage verwendet, was dazu geführt hat, dass das Obst und das Gemüse auf der Plantage mutierte und auf den Bauern losging. So ist es deine Aufgabe, dein Haus vor bösartigen Obst und Gemüse zu verteidigen. Hört das sich für euch vielleicht interessant an? Wenn ich das Spiel mit nur einem Satz reviewen würde, dann würde ich den Satz meines guten alten Freundes Jonas wiederholen. Es sieht aus wie Moorhuhn, nur ohne den Spaß. Und er weiß gar nicht, wie recht er mit dieser Beschreibung hatte. Dieses Spiel hat 6 Welten, die alle 6 bis 8 Level haben. In jeder Welt kämpfst du gegen ein bestimmtes Obst oder Gemüse. In der ersten Welt greifen dich Birnen an und irre ich mich oder sehen die aus wie die Minions? In der zweiten Welt wirst du von Korn auf Motorräder angegriffen. In der dritten Welt greifen dich Gurken an, die viel zu viel Counter-Strike gezockt haben. In der vierten Welt wollen dich Kürbisse essen und in der fünften Welt erscheinen Pilzschirmgleiter mit Knarren in der Hand. In jeder Welt gibt es ebenfalls stärkere Versionen der Gegner, als auch Beförderungsmittel wie Busse oder Heißluftballons, die zerstört werden sollen, bevor die Truppen aussteigen können. Und es gibt Upgrades im Spiel, wo du deine Waffe verstärken kannst, den Zaun verbessern kannst oder Granaten kaufen kannst. Was du niemals machen musst, da du im Level Granaten gratis bekommen kannst. Als auch Power-Ups im Spiel, wie ein Shotgun oder ein Maschinengewehr, was du für eine kurze Zeit verwenden kannst. Doch sollte man vorsichtig sein, da auch Anti-Power-Ups vorkommen, die zum Beispiel deine Kontrolle umkehren können. Ich hasse die Scheiße so sehr. In allem macht es Spaß. Für in etwa 5 Minuten. Doch für ein Spiel, wo ich fast 2 Stunden brauchte, um es durchzuspielen, ist es viel zu einseitig. Das erste Problem mit dem Spiel ist, dass du rapide auf die Maus drücken musst. Die Gegner tauchen sehr häufig in Massen auf, besonders in den späteren Leveln. Und weil du sicherlich nicht für jede Armee Granaten verschwenden willst, hämmerst du auf deine linke Maustaste wie ein Wahnsinniger, um durch die Massen zu kommen. Und dann gibt es auch noch Gegner, auf die man 100-mal klicken muss, damit sie endlich sterben. Ich übertreibe noch nicht einmal damit, wenn ich sage, dass ich in den ersten 20 Minuten, als ich das gespielt habe, den heftigsten Handkrampf meines Lebens hatte. Das andere Problem ist zu wenig Variation. Ich meine, statt das Spiel so zu gestalten, dass jedes Obst und Gemüse in einer Welt auftauchen kann, die alle unterschiedliche Fähigkeiten und Schwächen haben, gibt es in jeder Welt nur einen einzigen Obst oder Gemüse als Gegner und ein paar Variationen, die etwas mehr aushalten. Sonst sage ich gar nichts. Auch wenn das Spiel versucht, dir vorzugaukeln, dass du unterschiedliche Aufgaben hast, ist dies nur dazu da, um mehr Geld zu bekommen. In allen Welten hast du nur eine Hauptaufgabe. Töte Gegner, damit sich das Chemieglas füllt. Zuletzt will ich noch was über die Grafik und die Musik sagen. Es ist richtig gewöhnlich. Nichts sticht wirklich hervor und es hat auch keinen wirklichen Charme. Jedenfalls, das war alles, was ich über die Juicer sagen kann. Es ist spielbar, ja, aber es wird sehr, sehr, sehr schnell langweilig. Jedenfalls, das war mein Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, sagt mir in den Kommentaren, was ich ändern sollte.